Geh mal nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Iron Review. Heute geht es um eine Folk-Rock-Folk-Metal-Band. Und zwar geht es um das Album Wiederkehr von Heidevolk. Das ist eine Band, von der ich schon lange mal was in meiner Sammlung haben wollte. Denn ich kenne die schon eine ganze Weile durch das Radio, wo ich ja aktiv bin. Ne? Da gehört die halt einfach zu einer von den zahllosen Bands, die ich da auch dadurch kennengelernt habe. Ja, Heidevolk gibt es schon seit 2002. Und sie kommen aus den Niederlanden und machen halt, ja, hier steht auf Metal Archives jetzt Folk-Viking-Metal. Ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, weil Viking-Metal ist doch mit Extremgesang. Und das hast du halt hier ja so gut wie gar nicht. Ne? Das ist das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Album der Band. Da habe ich also noch einiges nachzuholen offenbar. Und ich habe jetzt wirklich mal gedacht, jetzt wird es mal langsam Zeit. Die haben jetzt ein aktuelles Album. Die holst du dir jetzt rein und sagst halt ein bisschen was dazu. Kurz vielleicht noch zu den Members, jedenfalls hier laut Metal Archives. Da haben wir Rovan Rotbert am Bass und Backing Vocals, seit 2006 dabei. Bands, wo er sonst so ist oder war, kenne ich nichts von. Dann haben wir hier Coen Wuredichter, Gitarre und Backing Vocals, seit 2015 dabei. Auch hier die Bands, wo der so war oder ist, sagt mir alles nichts. Jaco de Vies haben wir dann am Mikro. Der singt auch bei Konorach, das sagt mir durchaus was, vom Namen her zumindest. Ich gucke jetzt mal kurz, war es nicht auch so ein Folk-Viking-Kram? Folk-Power-Metal, genau. Da habe ich aber nichts von da, ich habe da nie CDs von gefunden. Ja, ich meine, im Internet wird man es wahrscheinlich finden, natürlich. Ne? Aber ja, gut, kenne ich halt nicht die Band, aber es ist auch so diese Richtung vielleicht so ein bisschen. Wobei das da offenbar ein bisschen mehr in Richtung Power-Metal dann gehen wird wohl. Egal. Dann haben wir noch Matt van Best, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, an der Gitarre seit 2020. Auch da, die anderen Bands, sagen wir alle nichts. So, und dann haben wir den neuesten, wir haben zwei neuere dabei. Einmal Kevin van den Heiligenberg am Schlagzeug. Also die haben offenbar einen neuen Schlagzeug seit 2022 ja dabei. Entschuldigung. Die Bands, wo denn bei war oder ist, kenne ich eigentlich nicht. Interessant finde ich, es gibt eine Band, die heißt Metal Against Coronavirus. Da ist der wohl mit bei gewesen. So, wir haben noch Daniel Wahnsinck am Mikro seit 2022. So, jetzt weiß ich nicht. Was bedeutet das? Ist das jetzt der neue Hauptsänger oder was? Haben die sich inzwischen von Jaco de Vies getrennt? Aber auf dem Album hier hört man ihn noch. Oder wie? Und jetzt demnächst dann nicht mehr. Und das ist dann jetzt Daniel Wahnsinck, der das einspringt? Oder? Weil ich habe hier nur eine Stimme rausgehört. Ich bin aber auch ein bisschen gesangstaub, was Unterschiede von Stimmen angeht, wenn die sich relativ ähnlich sind. Ja? Falls singen hier auch zwei. So wäre ja auch dann schön. Die haben dann beide eine relativ ähnliche Stimme. Ja, so, und da kommen wir dann jetzt auch gleich zu. Aber erstmal kommen wir noch kurz zur Optik. Ja, auf dem Cover. Ich bin mir überzeugt, das ist mit Sicherheit irgendeine Symbolik, die irgendwas mit nordischer Mythologie oder weiß ich nicht zu tun hat. Vielleicht ist das irgendeine Göttin irgendwie oder Freier oder irgend so ein Quark. Da ist eine Olle am Baum. So, da ist eine nackte Olle an einem Baum. Fertig. Das ist für mich das Covermotiv hier, ja. Hier haben wir das Bandlogo. Das ist so dieses typische verschnörkelte. Ja, es ist ja auch so Old English. Ich weiß nicht mal nicht, wie diese ganze Schriftarten. Da gibt es ja so viele in der Art, ne? Wie die dann immer so heißen. Ja, dann haben wir also hier, ich würde jetzt hier vom Schriftzug eher auf Symphonic Metal schließen. Oder Gothic Krams. Ja. So, und hier unten dann Wiederkehr. So, hinten drauf haben wir hier so in der Mitte so hier die ganzen Fäuste der einzelnen Dudes da wohl. Ne? Und mein Problem ist halt, ich mag, das ist etwas, das ist eine Stilistik optisch von Titelauflösung, die ich überhaupt nicht mag. Nämlich in Kreisform. Ja, das kann ich nicht. Es gibt so viele Bands, die das mal gemacht haben. Du sitzt dann da und bist dann irgendwie ständig verzollert. Finde ich albern. Weiß ich nicht. Finde ich nicht harmonisch. Ja? Aber ja, kann man machen. So, dann haben wir hier. Komm, geh auf. So. Natürlich wieder Weltretter-Hymne pur hier. Ne? Obwohl hier trotzdem dann in der Mitte Plastik verbaut ist. Macht halt keinen Sinn, aber gut. Die Welt dann doch nicht gerettet. Ne? Hier haben wir dann hier wie sagt man da, Schlachtengelage. Ja, hier so ein Tisch, auf dem gegessen wird. Ne? Oder an dem gegessen wird. So wie auch immer. So, hier haben wir das. Fand ich eigentlich ziemlich geil. Das hier wäre für mich eher die Wahl fürs Covermotiv gewesen, um ehrlich zu sein. Ich finde, das macht mehr her, auch stilistisch in der Musik, die wir hier hören, als dieses Gothic, Symphonic-artige Olle am Baum-Ding. Aber naja, gut, ich finde das hier schöner, um ehrlich zu sein. Ist aber auch eine Geschmackssache natürlich, ne?
Das Booklet, da kommen wir jetzt noch zu, ist relativ dick. Ja, und das ist dann so gestaltet. Auch das ist so eine Art, die man ja mittlerweile so ein bisschen kennt, dass die in den Lyrics, die man ja hier sehen kann, die Refrains dicker gedruckt hervorgehoben sind. Und natürlich hat man klassisch Lyrics eines der Bandmembers. Und hin und wieder mal, ja. Das ist dann in Ordnung. Kommt man auch ganz gut lesen, wie gesagt. Aber ich hab aber kein Wort verstanden. Warum? Da komme ich noch zu. So. Da geht's dann weiter. Dann haben wir nochmal ein Bandfoto mit dem Tisch da. Ne? Also es ist schon optisch gut. Kann ich jetzt nicht meckern. Ne? Aber ich hab's nicht durchgeblättert während des Hörens. Verstehst ja kein Wort. Brauchst du auch nicht mitzulesen da. Ja, die singen halt hier Niederländisch. Was sollst du da mitlesen? Ich habe jetzt keine Lust hier. Hier haben wir noch ganz viele Infos und Danksagungen natürlich. Ne? Aber ich habe keine Lust, wenn ich Mucke höre, und eine andere Sprache dabei zu lernen oder was. Ja? Außerdem sind wir hier nicht bei der 13. Krieger. So, also, der klappt nämlich nicht. Das ist nämlich Bullshit. Ja? Dass du da im Lagerfeuer mit ein paar Wikinger sitzt und dabei, während du denen zuhörst, deren Sprache lernst. Ich glaube, so intelligent ist kein Mensch der Welt. Aber gut. Antonio Banderas, das ist der Einzige, der das kann. So, also, kommen wir jetzt hier zur Musik, um die es hier geht. Es geht los mit Hagalas, das ist der Opener. Ja, erstmal hören wir Unwetter, es setzen Choräne dazu ein, es kommt so ein bisschen Drumroll dazu. So, dann geht's los mit Metal-Elementen, treibend rockige Riffs. Teilweise verfällt das Ganze von der Geschwindigkeit in eine pure Raserei. Allerdings ohne, dass jetzt Black Metal rumgekeift wird. Also wir haben hier keine extremen Gesänge in diesem Fall, die jetzt nerven würden oder so. Es geht in melodisches Mittempo und wir haben dann halt die in Niederländisch gesungenen Strophen und der Typ hat eine sehr ikonische, epische Stimme, ja, wird sich auch gut machen als Doom-Sänger oder als Epic-Metal-Sänger, irgendwie so Grand Magus oder so in der Art vielleicht, keine Ahnung, ja, ist schon sehr, sehr martialisch und heroisch, episch, keine Ahnung, hat eine geile Stimme, das gefällt mir gut und ich finde auch diese Sprache klingt auch richtig so nach so einer, ich würde auch fast klassisch sagen, so richtig so nach so einer Wikinger-Sprache, so stellt man sich das einfach vor, ja. Es gibt einen mehrstimmigen Strophenrefrain, der auch gut sitzt und es gibt einen Solo-Part mit einer Wow-Wow-Passage auch noch mit dabei. Also ein sehr starker Opener und genau die Stilistik, die man von Heidefall kennt, würde ich sagen. Ja, ich kenne ja einige ältere Sachen, da gibt es ja richtige Hits, zum Beispiel Vulgaris Magistralis war so ein Radio-Hit eine Zeit lang, wurde rauf und runter gewünscht, mittlerweile ist es auch wieder vorbei. So, das gibt ja einige Songs, Entschuldigung, das nützt nichts. Mir läuft was gleich aus der Nase, muss ja nicht sein, ne? Entschuldigung. Also gut. Es geht weiter mit Drink mit den Goden. Die Goden. Valhalla. Da gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch unten auch. Steigt mit einer akustischen Gitarre ein, wird dann zu stampfendem Mittempo mit Riffs und allem drum und dran, hat melodisch umgesetzte Strophen und einen sehr schönen, mehrstimmig umgesetzten, strophenhaften Refrain. Und es gibt eine mehrstimmige Strophenbridge im Chor vorgetragen. Die hat mir auch gut gefallen. Ihr könnt euch das anhören, ich verlinke das Video. Ne? Nächstes Video kann ich euch auch gleich ankündigen, ist nämlich der nächste Song direkt, nämlich Klauven vor Ruid. Ich habe keine Ahnung, ob ich die ganze Quatsch hier überhaupt richtig ausspreche, aber egal. Hier haben wir übrigens einen Gast mit dabei, nämlich Fabienne Kirschke. Das ist die ist von Stormseeker und spielt hier die Flöte. Ne? So, die ist hier als Gast dabei. Ja, steigt ein mit wuchtig rockendem Riff, hat so hymnische Folkparts, gibt dann treibende Mittempo, also etwas schnelleres Mittempo in den Strophen und einen rockigen Refrain. Simpel gehalten allerdings, ne, aber passt gut. Es gibt eine etwas ruhigere Bridge, gefolgt von einem Solo. Und dann kommen wir auch nochmal zu einer weiteren Bridge, wo dann wieder dieses Raserei, dieses ganz Schnelle so ein bisschen abgeht. Ne. Ja, dann kommt Schildenmur. Keine Ahnung. Steigt mit Tribal Drums ein. Es kommen Männerchöre dazu. Ein bisschen Strophengesang und das war's. 1 Minute 54 lang. Es hat eine sehr coole, martialische, Viking-artige Stimmung, finde ich, so derartige Stücke. Dann kommt The Street Duet Fort. Ich lerne hier doch gerade. Kann das sein, dass das heißt The Street Duet der Streit dauert an, die Schlacht geht weiter, sowas? Kann ich plötzlich Niederländisch? Ich weiß es nicht. Würde ich mir jetzt daraus schließen, nicht? Das ist gerade so. Schreibt mir das mal in die Kommentare, falls ihr Niederländisch könnt. Da gibt es auch ein Video zu, das verlinke ich euch unten. Steigt mit einem Choral erstmal ein, dann wird es fetzig mit schnellen Riffs, rockig hymnische Strophen, denn so mehrstimmige Hu, Hu, das ist während des Albums hier und da auch mal passiert das durchaus mal. Finde ich aber immer ganz cool, hat auch wieder, unterstreicht auch nochmal so ein bisschen diese ur-martialische Stimmung einfach. Es gibt eine langsam hymnische Strophenbridge und dann auch wieder hier eine Raserei-Bridge mit Strophe, mit Gesang dazu.
Allerdings kein wirkliches Gitarrensolo. Die nächste Nummer ist dann Oros oder Oeros. Nein, nicht Oreos. Ich hatte mich hier erst verschrieben, ich weiß es noch. Beim Notieren. Da hieß der Song bei mir dann Oreos. Also der Song über diese Schokokekse da, ne? Nein. Oeros. Oros singen die da aber nur. Steigt mit wuchtigen Drums ein. Dann gibt's direkt so Shouts, dass dieses Oros mit mehrstimmig halt skandiert, ne? Es gibt hymnische Strophen und ein Part mit melodischen Gitarrenlieds. Teils wird es auch ein bisschen rockiger in einigen Passagen und es bleibt so diese martiali stampfende Nummer sonst mit einer vogigen Bridge auch noch mit dabei. Nächste Nummer ist dann der Titeltrack, Wiederkehr. Steigen mit akustischer Gitarre ein, es kommen so choräle Gesänge dazu, ja. Ein bisschen folkige Violine, Hu-Ha-Shouts sind dabei. Dazu kommen so ein bisschen Strophen noch. Und ein Wow-Wow-Part gibt es auch noch. Und es bleibt aber 2 Minuten 51 eher akustisch, musikalisch und dann mal. Kommen keine wirklich fetten, harten Metal-Elemente dazu oder so. Ne? Könnt ihr euch ja anhören, es gibt ja ein Video dazu. So, dann gibt es Eisige Nacht. Also hier steht I-J-Z-I-G-E. Jizige, also eisige. Weil die singen da, glaube ich, irgendwie was. Das klingt nach eisige Nacht. Also kalte Nacht oder was, ja. Steigt mit langsam gezupften Riff ein zu wuchtigen Drums. Die Strophen sind im Mittempo umgesetzt und es gibt einen schönen, strophenhaften, also textlastigeren Refrain. Dem folgt ein etwas langsamerer Part mit so einer Erzählpassage so ein bisschen da drauf. Insgesamt ist das Ganze richtig schön, angenehm, hymnisch umgesetzt. Hat mir auch wieder gut gefallen. Also bisher habe ich hier nichts falsch gemacht, weil es genau die Art von Musik ist, die ich hören wollte, wenn ich Heidefolk hören will. Die haben auch irgendwie so einen ganz eigenen, eine ganz eigene Atmosphäre. Das ist ähnlich wie mit der Band Tier. Nein, die heißen nicht Tür. Auch wenn ich es immer wieder sage, unterbewusst, ne? T-Y-R. Die haben ja auch so ihre ganz eigene Stimmung, wenn man die hört. Sind mir aber zu progressiv, zu sperrig. Ja? Dann bevorzuge ich dann lieber Heidefolk. Und die haben irgendwie so einen ganz eigenen Sound für sich irgendwie gefunden, finde ich. Keine Ahnung. Oder liege ich da falsch? Nächste Nummer ist dann Reitho. Steigt mit wuchtigen Drums und gezupften Riffs ein, hat dann eher rockige Strophen und dann einen sehr simplen Refrain, der aber sehr gut kommt. Es gibt ein passendes Gitarrensolo und hinten raus wird es ein bisschen preschender, da geht es ein bisschen mehr ab. Ne? So, dann kommt Fair Verlangen, steigt mit akustischer Gitarre und Flöte ein, eine hymnische Melodie wird da gespielt. Es gibt dann eine etwas langsamere Gesamtmelodie und insgesamt ist es auch nur an 2 Minuten und 3 Sekunden instrumental. So, dann kommt Holda, das steigt mit melodischem Mittempo ein, mit zweistimmigen Strophen. Zweistimmig, da habe ich ja sogar hingeschrieben. Also da haben wir 2 Sänger dann jetzt am Start bei der Band. Es gibt einen passenden Refrain dazu bei Holda und eine akustische Bridge und ein ganz leichtes Growlen, das aber untergeht in dem ganzen Sound. Ja, aber hier hörst du so ein bisschen im Hintergrund, konnte sich wieder mal einer nicht zusammenreißen, aber es ging mir jetzt nicht so auf den Sack wie zuletzt bei Skullforge, was ich gerade eben reviewt habe. So, dann kommt Drink with the Gods. Ja, das ist Drink mit die Goden. Nur eben auf Englisch. Ich verlinke euch auch dazu ein Video. Zum Glück gibt es das. Und dann könnt ihr ja mal vergleichen. Es ist ja nur Drink mit die Goden, was ich ja schon besprochen habe, in Englisch. Genauso, der nächste Song ist dann, und der letzte Song dieses Albums ist dann The Hunter's Claw. Das ist Titel 3. Auf Englisch, also Klauwen Wohlried, wo die Fabian Kirschke von Stormseeker an der Flöte als Gast zu hören ist. Und ich muss wirklich sagen, es ist natürlich schön mit dem Exotischen, dass die hier niederländisch singen, ja. Aber Heidevolk, mach doch mal ein komplettes Album auf Englisch, denn ich finde, es klingt bockgeil, wenn Heidevolk Englisch singen. Ich finde das richtig geil. Oder mal ein Album machen irgendwie, wo man die alten Klassiker nochmal, sowas wie eben Vulgaris Magistralis, verenglischt oder so. Kann man ja auch mal machen. Oder so als Bonus mal, ne? Keine Ahnung, ich finde das geil. Das fand ich eine ganz gute Idee. Da habe ich ja noch Lust, das nochmal in einer alternativen Version zu hören in dem Fall. Normalerweise, ja, jetzt, da ist ja jetzt als Bonus noch irgendeine Akustikversion drauf. Interessiert mich nicht groß, ne? Oder nur instrumental, da in dem eigentlichen Song ist Gesang. Hier ist als Bonus nochmal eine reine Instrumentalversion. Das sind Sachen, die skippst du. Aber das fand ich dann schon interessant und es hat gut funktioniert. Also ich glaube, ich höre dann eher die englischen Versionen von diesen beiden Songs. Ja, weil du kannst die einfach vom Mitsingen her besser mitmachen und merken. Bin ja kein Holländer, ne? Aber ja gut, also Heidefolk mit Wiederkehr. Sehr gutes Album, sehr gut produziert. Ja okay, Napalm Records, ne, steckt dahinter.
wenn man das mag, hört einfach mal rein. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ist das ein starkes Album der Band? Ich habe mich mit den anderen Alben nie groß auseinandergesetzt. Ich kenne ihn nur durch einzelne Songs, die hier und da bei mir im Radio mal gewünscht wurden. Fand es aber immer interessant und geil. Und jetzt kam halt ein neues Album. Ich dachte, ja, greif mal zu, hol dir mal ein ganzes Ding davon rein. Und das werde ich in Zukunft auch öfters mal tun, wenn mir was irgendwie günstig was begegnet von denen. So. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Ganzen. Ich wünsche euch viel Spaß, dass ihr mir das nächste schaut und bis zum nächsten Mal, wie immer. Farewell.